Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav mit Everybody's Game. Was an mit dem Challenge? Let's go! Und deswegen, meine Damen und Herren, spielt jeder diese Waffe. Heute mit der FFAR. Ja, aber denkt ihr, wie lange das gedauert hat, ne? Ich habe das gemacht, einfach nur, weil ich dachte, ich brauche jetzt aber schnell mal einen Erfolg. Und wir haben das auch relativ schnell geschafft. Die Runde ist cool, die Runde macht Spaß. Am Ende seht ihr wie immer die Klassen, beziehungsweise eigentlich nur eine Klasse, die relevant ist. Heftige Waffe, keine Frage. Viel Spaß. Und wenn ihr dabei sein wollt, erster Link in der Beschreibung. Jeden Tag, außer Montag und Freitag, streame ich euer Live. Auch to Edge. Bitte schaut vorbei. Ansonsten wird's ganz hart. Für mich. Angriffsfreigabe für alle Ziele. Der rennt da gerade rein. Ich seh nicht. Ich seh nicht. Nice, der läuft einfach in das Flugzeug rein. Oh, hier, nice, perfekt. Keinen einzigen Kill ohne, sagst du? Hinten läuft er. Oh, der hatte wieder richtig Schild, ne? Aber meine Waffe gewinnt. Ja. Hä, warum trifft er mich, dass ich kaum... Hä? Kannst du mir das mal erklären? Bruder, ich hab so einen Flinch-Effekt. Ja, natürlich treffe ich den dann nicht mehr. Ey, ich verstehe das Spiel nicht mehr. Es gibt einfach sehr, sehr viele Sachen in diesem Spiel, die ich nicht verstehe. Wie zum Beispiel jetzt gerade... Okay, irgendwie sterben sehr viele sehr schnell. Wie zum Beispiel ich gerade einfach den nicht abschießen durfte. Scheiße, Mann. Ich würde so gerne manchmal verstehen. Aber ich kann nicht verstehen, Chat. Die Attachments von den CW-Waffen, keine Ahnung. Die sind ja eh weird. Nee, dass er wenig Flinch hatte, ist ja in Ordnung. Das finde ich nicht schlimm. Ich mag Flinch nicht. Ich finde, das kann raus aus dem Spiel. Aber warum ich quasi nicht mehr sehen darf, wenn er mich trifft, verstehe ich halt wiederum nicht. Ne? Das hat sich irgendwie voll unangenehm angefühlt. So wie ich mal... Ich habe ja gar kein Problem, wenn jemand besser ist, wenn jemand fair gewinnt und so weiter. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass das Spiel mich verarscht hat, weil gerade habe ich versucht, jemanden zu treffen und auf einmal wackelt mein Bildschirm so ungewöhnlich viel, dass ich verwirrt bin. Dann denke ich mir natürlich, entschuldigen Sie bitte. Wie kann das sein? Nee, ich bin nicht... ich werde salty, wenn du mir unterstellst, salty zu sein, du Schwanz. Ist der da oben drauf? Nee. Also ich habe hier gerade eben jemanden gesehen. Oh, der ist tot. Ah, da. Wow, der hat schon eigene Waffen gehabt. Aber ja, ich bin noch nicht salty. Ich versuche nur zu erklären, warum ich frustriert... Oh, okay, schon ein bisschen salty. Ach, da oben ist der. Oh, wow. Oh, no. Ich kann nichts machen. Das ist von beiden Seiten gerade. Alter, wie das aussieht. Holy shit. Was soll ich denn tun, ne? Also, natürlich töte ich den. Meine Güte. Was hat er da? Ein Cluster. Na gut. Diese LMGs. Hauptsache mit LMG alles auf mein Fahrzeug. Ey, Mann. Cluster liegen, das Scheiß drauf. Warum hat meine Waffe keine Tarnung? Ich habe die gerade eben extra geändert. Habe ich die falsche... Ernsthaft? Habe ich die falsche Waffe getan? You sure about that? Das wäre ja voll peinlich. Ja, oh, dann habe ich die weiße einfach auf eine falsche getan, ne? So, jetzt haben wir hier. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass diese Waffe sich gut verhalten wird, Chat. Und steht ein Auto. Ja, was ich halt nicht daran mag, wenn so wenig sind, dann hast du voll oft, dass du ewig niemanden siehst und dann wirst du irgendwann unkonzentriert deswegen, weil du ewig niemanden siehst und dann auf einmal kommt jemand und tötet dich von hinten. So der Klassiker halt. So ein Glück muss man erstmal haben, ne? Einfach jemanden genau im richtigen Moment so sehen. Belastend auf jeden Fall für ihn. Alter, 3 Killaufträge am Turm. Wait, wo?
Lol. You sure about that? Jawohl, Junge. Was war das denn für einer? Ah, da vorne. Ich habe etwas gesehen. Okay. Ja. Hauptsache meine Fahrzeuge zerstören, ne? Er hat Raketenwerfer dabei, weil er unbedingt Geist dabei haben wollte, bestimmt. Cool, Chat. Schon wieder kein Auto, Mann. Ey! Meine Lieblingsserie als Kind. Ich glaube, realistisch gesehen muss ich Dragon Ball sagen. Aber auch Pokémon zum Beispiel. Natürlich übel heftig damals gewesen für mich. Ach, scheiß drauf, Junge. Ich nehme dieses kleine Drecksauto und fahre dahin. Wie gesagt, ich suche gerade nicht einen Win. Ich suche einen guten Win. Deswegen werde ich dann auch mal aggressiv unnötig spielen. Wait. Fliegt der? Oder? Der könnte auch Auto fahren. Oder? Oh. Warte. Weg abschneiden vielleicht. Was können wir machen? Oh mein Gott. Okay, die Waffe nicht benutzen. Cool. Habt ihr das gerade gesehen? Ziel weggeschnappt, okay. Was ist das Ding, Adi, Junge? Ihr wisst gar nicht, wie sehr ich die Maus auch nach unten gedrückt habe dafür. Oh, da ist er. Er hat sich selbst umgebracht. Nice. Könnt ihr. Er hat sich selbst umgebracht, Chat. Gotta love it. Er sammelt gerade bei den Bussen irgendwas ein. Könnte also sein, dass er noch wenig Zeug hat. Shit, getroffen. Oh, er ist ausgestiegen. Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Haut er jetzt ab? Scheiße. Aber er hatte Bock. Er hat immer noch Bock. Lull. Wir haben uns so gegenseitig abgestoßen. Da ist oben drauf, ich habe ihn gesehen. Oh. Was eine Waffe, ey. Was eine Waffe, Chat. Übel krank stark. Wirklich. Einfach wow. Wir jagen uns gegenseitig. Okay. Das Gas kommt näher. Da war. Neue Sicherheitszone wird markiert. Wow, eigentlich gut getroffen, ne? Feindliche Drohne über uns. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Alter, dein Ernst? Wie hat er mich fast getötet? Ich sehe alle auf der Map, ja. Alle fünf. Oh, ich könnte auf den Zug steigen. Das wäre mein Tod, aber trotzdem könnte ich das. Gut, ich habe auf jeden Fall noch Schutz. Aber ich habe leider die schlechtere Posi insgesamt, würde ich behaupten. Ich denke mal, ich mache langsam. Kann ich so mal versuchen? Alter. Null.
Zunächst bin ich sicher. Hihi. Der hat jemand anderes schon angeschossen. Ich bin der Nutznießer. Safety first. Jetzt schon mal auf 8 gehen. Das Gas nähert sich dir. Gucken, ob hier jemand ist. Was hat niemand auf dem Gebäude da oben ist? Das glaubst du doch selbst nicht. Zwei noch. Tja, müssen wir mal warten. Ja, dann könnte ich meine 15 Kills wirklich kriegen. Lol. Na gucken, ob der mal das. Ah ja. Oh nein, Schildtyp. Ich habe noch 2 Stunts zum Glück. Okay. I think I have one. Ja! Let's go, boys! Woo! And his name is Gustav Gabel. Copyrights 3. Das war wirklich so einfach, wie man dachte mit der Waffe. Ja, let's go! Und deswegen, meine Damen und Herren, spielt jeder diese Waffe. 15 Kills. Ich habe gesagt, ich wünschte mir schon eine 15-Kill-Win. GG, guys. Ja, ich weiter. Also 15 Kills, dann will ich ja schon haben, ne, wenn ich so eine starke Waffe spiele. Oh, wow. 4100 Schaden. Das ist auch gut damit. Die Wahrheit ist, ich habe nicht probiert, wie diese Waffe mit dem Schleichstrahlengriff ist, der ja angeblich kaputt sein soll. Weiß ich nicht. Was ich euch sagen kann, ist, Feldagentengriff gefällt mir sehr gut. Ich habe gerade keinen Bedarf, die Waffe irgendwie anders zu machen. Die ist ganz toll. Und die Waffe, so wie sie hier ist, wurde mir von Danson empfohlen, hat er bestimmt auch irgendwo her und geil. Normalerweise, übrigens noch ein kleiner Tipp von mir, würde ich garantiert machen, habe ich jetzt irgendwie hier verkackt, weil ich das von einer anderen Klasse gemacht habe. Ich würde hier drauf eine helle Tarnung machen, weil natürlich... Oh. Weil natürlich dadurch zum Beispiel dieses kleine Ding hier auch hell ist. Und dann siehst du das im Dunkeln. Ich habe sonst in ein paar Häuserkämpfen ein bisschen Probleme gehabt, dieses schwarze Visier im Dunkeln zu sehen. Kleiner Tipp. Also ja, und nochmal so zur Info, die zweite Klasse Schmutz, nein danke, im Leben nicht. Die war so schlecht. Everybody's gay. I'm kidding. I'm sorry. Challenge. Und ich bin zurück mit der Warzone Weapon Challenge. Und ich bin zurück mit der Warzone Weapon Challenge. Ein bisschen reinhören.